laut und das andere dann eher so, ne? Ja, alles gut. Alles wunderbar. Leck mich hier, Wichser. Ich gehe nach Hause. Ich bin schon zu Hause. Scheiße. Was du? Och nee, nicht schon wieder der Dreck. Hier. War zur Hölle damit. Ich hab sie nicht getroffen. Doch. Oder SCS, das Ding. Den Feind. So. Skater. Titan? Okay. Ich beschwere mich jetzt mal. Geht gar nicht, dass da jetzt die Titan spawnt. Penner. Oh, geht ja gar nicht, dass ich jetzt gewonnen habe. Hallo, ich hätte auch viel früher gewinnen können. Oder verlieren. Geht gar nicht spielen. So, jetzt kommt wieder die Kanalisation. Nein, Atomwarnung. Ach Gott, nee. Nee. Ich weiß zwar nicht, was ich nähen soll, aber ich nähe jetzt. Ich suche die Nähe zu meinen Feinden. Nein, das ist unklug. In Spielen mit Titanen ist es unklug, die Nähe seines Feindes zu suchen. Der hat mir da gerade eine Titan reingeballert. Ich glaube ja. Hier, ich habe auch eine Titan. Arschgesicht. Oh, Ex-Corp ist wütend. Ich habe Nitro, aber das bringt mir auch nur bedingt viel. Und es ruckelt gerade, aber es liegt nicht an der Aufnahme. Guck mal. Ja, guck mal. Wieso weißt du denn jetzt aus? Was soll denn das? Das ist so fein nett vorgesehen. Ausweichen ist nicht vorgesehen. Brauchen wir das jetzt Zeit, um das Ziel zu erfassen. Okay, ich hätte gerne eine neue Titan. Ich stelle mir mal in die Ecke, damit ich mit der Titan besonders gut getroffen werden kann. Und entweder habe ich diesen schwarzen Balken da schon länger oder er ist mir nie aufgefallen. Oder er ist mir nie offen. Und er ist mir nie aufgefallen. Oder... ich habe mal wieder Mist eingestellt und es läuft irgendwie auch nicht flüssiger. Ja, jetzt kommen sie ja alle nicht. So, Moment, oben ist auch noch eine Titan. Ich glaube ja. Habe ich ihn ein bisschen getroffen? Nee. So gar nicht. Fuck. Ne, das ist meine Titan. So kann man nicht mehrere Titans aufsammeln, so 10 oder sowas. Oder 100. Oder alle. Und wieso können die Gegner mich überhaupt verletzen? Und wieso stelle ich mich schon wieder in diese Ecke? Ich weiß es nicht. Ich sollte generell mich nicht in der Nähe von Decken, Wänden oder Böden aufhalten. Mit anderen Worten, ich sollte gar nicht in diesem Raum sein. Mach mal No-Clip an. Moment, ich habe dich gesehen. Ich hab dich gesehen. Yeah. Ich hab mich nicht selbst getötet, habe ich nicht. Hallo. Guckst du mal da? Verdammt, du lebst noch. Das ist jetzt irgendwie ungünstig. Das ist wirklich total ungünstig. Ich habe nämlich gerade nichts, das ich dir effektiv entgegenwerfen kann. Warum habe ich nichts? Skater. Ich nehme vielleicht mal was mit, das ich ihm entgegenwerfen kann. Ich kann ihn zum Beispiel nur mit diesem Powerpot bewerfen. Ich kann natürlich auch auf ihn schießen, aber das hat nur wenig Auswirkungen, habe ich das Gefühl. Und er ist wieder nach oben geflogen. Das ist irgendwie... Nein, Moment, er ist wieder runter, glaube ich. Er könnte jetzt natürlich woanders... Scheiße, das war wahrscheinlich kein guter Schuss. Klang nach einem sehr schlechten Schuss. Nicht gut. Jetzt haben wir da eine Grefcon. Die wollen wir nicht, aber die Titan nehme ich dann doch mit. Ich habe keine Angst vor dem Feind. Ich bin nur vorsichtig und campe hier bei den Titanen. So, habe ich die Musik geändert? Ich weiß nicht. Ich bin zu beschäftigt damit, Angst zu haben. Ich meine,
meine Skills zu verbergen, damit ihr nicht Minderwertigkeitskomplexe bekommt. Ich habe nur die Titan gefunden, die ich nicht mitnehmen kann. Kommst du? Scheiße. Ich flieg da nicht nochmal hoch. Das habe ich schon probiert, hat nicht funktioniert. Würdest du jetzt bitte wieder herkommen? Da war Halo 2 leichter, das ist in die Gegner mit zu einem hingegangen. Das war zwar auch nicht sonderlich praktisch, weil die einen dann immer getötet haben, aber man musste wenigstens nicht. Du Wichser, du Dreckiger. Und wo ist meine Titan? Das heißt Titan, du Spaß. Nein, das heißt Titan. Zwei Titanen in einen Raum zu schießen, ist ein bisschen Overkill, finde ich. Persönlich ja, aber hey. U-Bahn. Tut meine Hand weh. Weil ich so viel Skill, so viele schnelle Bewegungen mache mit meiner Hand. Nein. Zu wenig Wichs erst. Transpuls. Toll. Wo muss ich denn lang? Ich glaube, ich muss noch da. Ich muss nach da. Nein, ich. Bei näherer Überlegung, ich muss da nicht lang. Bei näherer Überlegung, ich muss da sehr wohl lang. So, wo ist denn der Feind? Ich will einfach mal stehen, guck, was passiert. Oh, da kommt noch einer. War nur wenig hilfreich. Problem ist, ich habe halt nichts, mit dem ich den entgegen. Sich den großen entgegenwerfen könnte. Ich habe einen Griffkorn. Und die Gravitation ist ganz. Hey, was? Nein. So funktioniert diese Waffe leider nicht. Keine Gravitation mehr. Du kannst ganz schnell dich bewegen. Was war das denn jetzt? Uah, lass mich da mal rein! Irgendein Spinner schießt dann mit der Titan. Und mich. Ich bin der Einzige, der wirklich getroffen wurde, wie es aussieht. Obwohl der andere Typ direkt neben mir noch war. Na klar. Ja, sowieso. Faires Spiel. Es ruckelt jetzt auch immer stärker. Ist sehr gut. Das soll natürlich so, weil ich habe keine Ahnung warum. Ich habe die Musik wieder nicht geändert. Daran liegt's. Nein, es wird gerade wieder schlimmer. Dabei ist. Ich habe keine Ahnung, was da schief läuft. Liegt am Spiel bestimmt. Es läuft wahrscheinlich auf dem es läuft wahrscheinlich auf dem Original N64 genauso scheiße. Da hast du die Hälfte Anzahl der FPS. Nimm's doch mal mit 10 FPS auf. Das ist die natürliche FPS-Rate von Forsaken 64. Ja, ich warte jetzt hier einfach auf euch und ihr kommt einfach nicht. Das ist natürlich scheiße. Ja. Komm zu Papa. Ich bin eine Frau, oder? Wen spiele ich gerade? Keine Ahnung. Lucas Senna, glaube ich. Dann eher zu Mama. Scheiße. Ich glaube, er lebt noch. Ich schieße einfach mal ein bisschen auf gut Glück. Ich hätte gerne einen Beamlaser, ehrlich gesagt. Ich hätte gerne das Tarnfeld. Das jetzt wahrscheinlich sowieso nach einer halben Sekunde wieder aufhört. Ich hätte gerne noch eine Titan. Wie sieht's denn da aus? Keinem im Angebot. Ich hätte gerne so ein Dutzender Pack. So ein Eierpack. Ist der nur mit Titans gefüllt? Kann man sowas irgendwo kaufen? Fände ich leicht geil. Ich hab Quantumin. Ich hab Quantumin. Ich hab Quantumin. Okay. Ich weiß zwar nicht, wo ich die schon wieder her habe. Und ihr leuchtet jetzt disco-mäßig. Na toll. Jetzt habe ich mich selbst hier eingesperrt. Das war clever. Ich dachte, er wäre noch hier drin und wäre wieder oben reingeflogen, aber. So, schieße ich das jetzt kaputt oder warte ich, bis einer kommt? Das ist jetzt die Frage. Ich gehe mal auf Tauchstation. So. Weil es liegt hier alles in der Wasser. Wenn alles voll Wasser ist, ist dann Tauchstation an Luft zu gehen? Wenn wir Delfine wären und
Ja, das war jetzt... Das war die klügste Variante, die ich hätte machen können. Zwischen warten und kaputt schießen war reinfliegen natürlich die klügste Variante, deswegen ich sie auch gleich genommen habe. Wenn wir Wasserwesen wären, wäre Tauchgang dann... Wäre ein U-Boot dann ein Flugzeug? Interessante Frage. Bei Amphibien ist ja falsch und wir müssen ja trotzdem irgendwie an Land rumlaufen können, weil zum Beispiel Strom unter Wasser erfinden vielleicht nicht die klügste Idee ist. Das stelle ich mir ungünstig vor. Ich glaube, das erfindet man nicht so oft dann. Und Verbrennungsmotoren ist dann glaube ich auch eher schwierig, sag ich mal. Sie wollen, dass ich Comedy wichse. Ich glaub's nicht. Der hat wahrscheinlich auch einen Titan. Das ist kein Titan, aber es killt mich trotzdem. Da hat, glaube ich, gerade jemand den Titan gezündet. Oh, killt euch selbst. Das ist gut. Das Problem ist, ich werde keinen weiteren Treffer aushalten. Ich habe gerade gesehen, da geht es auch noch oben rein. So langsam aufhören zurückzufliegen. Ich kann nämlich nicht mehr weit zurückfliegen. Mir geht langsam der Platz zum Zurückfliegen aus. Da ist er, ich habe ihn gesehen. Der hat da irgendwie gerade 2 Milliarden. Nein, Moment, das ist nur noch ein. Dass wir die Minen da wegschießen. Ich hätte gerne Shield, aber ich glaube Shield ist nicht. Ich habe eine Quantum Mine. Naja, das ist doch schon mal was. Ich finde ja recht, manchmal fliegen Leute in Quantumminen rein. Ich zum Beispiel. So, aber weil ich mal gesehen habe, was ist denn da oben noch? Richtig, da war ja noch... Hier ist gar nichts. Stimmt, das habe ich ganz vergessen. Verdrängung. Ich habe erfolgreich schon Teile des Spiels völlig verdrängt. Ich hab schon den Beam. Kann ich nicht 2 Beamlaser haben, so wie in Descent? Quadshot? So, ich wollte noch irgendwas sagen. Ach richtig. Nee, das habe ich schon gesagt. Okay. Glaube, habe ich. Habe ich schon was gesagt? Habe ich schon genug gesagt? Kann ich jetzt für den Rest des Let's Plays wieder leise sein? Geht das? Bin mir nicht ganz sicher. Ich versuche mal wieder unterhaltsam zu sein. Ich fail wie immer. Das ist wie in der Realität. Ich fail es so. Ich will keine Quantum. Ich will das hier. Das Problem ist jetzt zurückzufliegen mit Titan im Anschlag ist eventuell auch leicht ungünstig. Unklug. So, gucken wir mal freundlich um die Ecke. Die in Wirklichkeit eine Kurve ist. Nein, meine Mine ist noch intakt. Das heißt, er ist da noch nicht vorbeigekommen. Disco Party. Mach Party die ganze Nacht. Nein, oh Gott, den Scheiß, wo hab ich denn den? Oh! Okay, wenn sie keine Orbit-Dinger haben, ist. Wo bin ich denn jetzt? Bin ich doch gerade gestorben? Nee, bin ich nicht. Ich bin. Ich weiß, wo ich bin. Oh Gott. Das heißt, ich muss wahrscheinlich gleich. Das Gefühl, es läuft immer unflüssiger. Sehr gut. Okay. Tarnung funktioniert ab einer gewissen Entfernung sehr gut, vor allem dann, wenn der Gegner nichts hat, das ihn orbitet. Orbitet. Ist das ein richtiges Wort? Orbitet? Das Orbital um ihn herum stationiert ist. Ich hätte wieder nehmen. Na toll. Oh. Mein Nero-Ding wird auch nicht so klug da jetzt. Ich bin gleich wieder tot. Großartig. Nein, das ist eine Mine. Okay, ich dachte, das wäre jetzt eher... Würde ich mal Schaden machen, das wäre geil. Ich hätte gar noch einen Powerpot. Ist da noch einer? Nein. Da ist nur meine Mine, die... perfekt platziert ist, dass man auch ja nicht reinfliegen kann. Ja, ich habe eine neue bekommen. Toll.
wieder, wenn man hier guckt. Was? Ich denke irgendwie falsch. So. Diesmal fliege ich da nicht wieder lang. Was ist denn da noch drin? Gut, den jetzt finde, nachdem ich die Mine da reingelegt habe. Kann ich da dann vorbeifliegen? Ich probiere es lieber gar nicht jetzt aus. Ich gehe einfach. Soll er doch reinfliegen, was er eh nicht tun wird, aber hey. Details. Details. Nicht wichtig, nicht interessant. Ich hoffe, da hinten liegt noch irgendwas Gutes. Ich soll vielleicht nicht immer nur hier vorne bleiben, aber... Irgendwo anders hinzufliegen ist auch eine gute Idee. Das Spiel gibt mir jetzt viel Solaris, finde ich gut. Da muss ich nicht zielen. Das geht, da muss ich auch nicht zielen. Nicht, dass man groß zielen könnte mit MLF, MFRL. Aber man kann ja so behaupten. Generell ist Zielen irgendwie so ein bisschen schwierig in dem Spiel. Jetzt bewegen sich die Gegner zu schnell. So, ich habe einen Titan. Und fliegt durch den Gang und tue natürlich das, was ich tue, wenn ich einen Titan habe und einen Gegner sehe. Mhm. Ja, ist toll. Und der Führer hat gemeint, ich soll mehr Leben einstellen, nur irgendwie habe ich das Gefühl, dass auch mit mehr Leben das nichts wird. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme, aber irgendwie sagt mir mein Gefühl, das wird auch mit mehr Leben nichts werden. So, erstmal Power aktivieren. Ich sehe, ich höre, dass Leute auf mich schießen. Ja, es hat Eindruck gemacht. Das hat gedrückt im Gesicht, so muss das sein. Oh, hatte ich nicht doch Puls lesen? Also aus welcher Entfernung zieht denn das denn noch an? Vor allem, warum tut es das bei den Gegnern nicht? Und wie kommt man da effektiv raus? Ich bin rausgekommen, wie habe ich das gemacht? Cheats, meine Damen und Herren. Ich habe sie alle. Na, die schießen jetzt auch so ein bisschen auf die. Sehr gut. Finde ich gut. Gut, ich hätte jetzt vielleicht mal gerne... Richtige Waffe, jetzt ruckelt sie auch schon. Je länger ich aufnehme, desto mehr ruckelt es. So, hinten ist Disco-Party und Selbstschussanlagen. Spaß. Hier ist auch Selbstschussanlagen. Spaß. Und wieso liegt hier eine Titan rum? Komm hier mal her. Ich bin mir nicht sicher, ob es klug ist, da hinten drin einen Titan zu zünden. Hm. Das ist wie ins Schwimmbad zu gehen und reinzukacken. Wenn man da gesehen wird, ist das auch scheiße. Moment, was? Der Vergleich hinkt irgendwie. Ein echt beschissener Vergleich. War der Unverwundbarkeit drauf? Ich glaube ja, ich weiß nicht. Ist das das Rote, das unverwundbar? Oder ist das einfach nur das Rote? Oder ist das vielleicht SPD? Hm, wer weiß. Hoffentlich nicht. Mhm. Und einer ist jetzt bitte mal tot, danke. Versteckt mich einfach hinter den Selbstschussanlagen. Nein, ich wollte den Laser noch haben. Hinten ist so irgendwo meine Mine, die Party feiert. Oh Gott. Was ist das für Incoming? Hoffentlich keine Titan. Ich glaube, ich gehe wieder dahinter. Da gefällt's mir. Oh, Laser. Oh Gott, bei Näherbelegung da hinten ist echt scheiße. Hm. Korrigiere, wir fliegen dann nicht mehr hinter und es ruckelt wieder. Alter, das ist doch nicht wahr, das kann gar nicht sein. Hm.
Ändert das irgendwas? Nein, das ändert gar nichts. Okay. Dadanax also auch nicht. Ja, hätte ich auch vorher wissen müssen. Ich habe ja 60 FPS Aufnahme. Ach, großartig, hier liegt wieder nix. Es ist so die Aussage für... Für hier ist nix. Für das und nichts anderes steht Muck. Ich hab das Gefühl, je länger ich aufnehme, desto mehr ruckelt's. Das ist großartig. Ich weiß noch nicht, woran es liegt. Schenk mir doch mal endlich einen High-End-PC. Ich sehe den Gegner schon vor mir. Danke, Spiel. Dass du mir erstmal einen Gegner vor die Gesicht spawnst. Vor die Gesicht. Ich habe gerade verlernt, Deutsch zu sprechen. Vor allem... Wie können die so viel Damage mit ihren Schüssen machen? Ich meine, die können doch auch noch unmöglich irgendwie mehr als einen Powerbot haben. Und ich mache also gut wie gar keinen Schaden mit meinem Zeug. Während die halt mein Schild ohne Ende schnell runterhauen, obwohl die da unmöglich mehr als ich haben kann, weil die auch eben als gespawnt ist. Ja, ich weiß, dass mein Schild critical ist. Das Problem ist nur, ich komme halt nicht weg wegen. Wie kann die so viel mehr Damage machen? Ja, ich meine, die machen klar mehr Damage. Ich hänge das. Aber sie macht halt auch irgendwie viel zu viel Damage, wenn man bedenkt, dass sie dieselben Menge hat und... Stimmt irgendwie, die cheaten doch. Das ist mal wie dieses gute alte KI macht 12% mehr Schaden als du, weil KI. Weil damals keine Rechenleistung übrig war und heutzutage war halt zu faul, richtige KI zu machen. Deswegen sind KIs halt heute immer noch genauso dämlich, wie sie irgendwie in den 90er waren. Ach komm schon, wirklich. So, da hinten ist nix. Ich hab Mark. Großartig. Ah, oh, großartig, ich hab die Titan gesehen. Ich hab sie gesehen. Fick dich. Abbrechen, ja. Ich muss nachher doch wohin. Deswegen mache ich jetzt schon mal Schluss. Und häng mich auf. Scheiß Dreckspiel. Bis zum nächsten Mal, ihr dummen Gesichter.